Moin Leute, schwitzig geht es weiter mit einer neuen Folge von Papers, Please. Wir haben 130 Credits, drücken jetzt einfach mal auf Fortsetzen und ihr fragt euch vielleicht, hey, Moment mal, die Temperaturen sind noch runtergegangen. Oh, Import beendet Sanktionen. Ja, so schnell kann das passieren. Ich bin ein bisschen in der Vorproduktion. Oh, 12. Dezember 1982. Dementsprechend ist es an diesem heutigen Tag noch richtig warm. Okay, Inspektor, Import hat seine verfehlte Politik korrigiert. Okidoki, heute wird Ihnen... Nein... Die Abteilungsleiter für den Distrikt Ostchristin erneut einen Besuch abstatten. Da kommt er schon. Oh nein, immer Ärger für Pedisel. Och nein, was gibt's hier sonst so Neues? Alter, was ist das denn für eine Kante? Der ist ja ein Riesenschrank. Oh, das ist ja nett. Hallo, das klebe ich mal hier hinten dran. Das ist vor meinem Sohn. Es ist viel zu früh, um den ganzen Weg hier rauszukommen. Mir wird ganz schlecht von dem Gestank hier. Hey, ich schwitze halt ein bisschen. Immerhin sind ihre Leistungen nicht vollkommen desolat. Sie haben 15 Verweise bekommen. Okay, und zwar sofort. Eine alte Freundin von mir kommt hier bald vorbei. Winken Sie die durch. Ihr Name ist Shay Pirovska. Ja, und dass mir hier keine Klagen... Chef! Moment mal. Du hast doch bestimmt auch einen Chef. Und von dem kriege ich dann nämlich dann den Ärger. Nee, 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 nee. Das machen wir aber nicht. Wir sind doch hier nicht bei Wünsch dir was, ne? Ich werde mich hier nicht... Ich sag's euch, das ist bestimmt nämlich so ein Trick vom Spiel. Weil wenn ich das dann mache, dann werde ich erst recht aufgeknöpft. Okay, was ist der Zweck ihrer Reise? Wie hieß der eigentlich nochmal? Irgendwas mit Shay. Ich bleibe 14 Tage. Okay, ja, warte mal. Lass mich mal hier alles gucken, ob alles richtig ist. Bisschen Verbrecher, nee. Okay, Chorister Stadt. 5.8.83. 9. Ja, ja, stimmt doch alles. Alles gut. 75 Kilo, stimmt auch. Und, ja, ja, komm rein. Komm rein, ich vertraue dir. Du bist ein Guter, ne? Du wirst mich nicht enttäuschen, Kollege. Du bist einer von den Guten, so einer wie ich. Ich werde heute wahrscheinlich eine Ehrenmedaille... Oh, scheiße. Ja. Oh. Okay, schnell lesen, zurück an Boten. Der Meuchelmörder stammt aus Antegrien. Er hat es auf einen Etzig-Agenten in Aztotzka abgesehen. Niemand muss ihn aufhalten. Sein Name lautet Khaled Istom. Nicht vergessen. Okay. Was soll ich jetzt... Was ist das? Öffnen? Pulver nicht berühren. Was passiert, wenn ich das Pulver berühre? Mann, was ist das denn für ein Mist? Jungs, jetzt mal ehrlich. Jetzt muss ich mir auch zwei Namen merken. Irgendwie Istom und Shay. Okay. Da, nee, Irma. Irmi Baby. Dir fehlt was. Du hast, die hast hier, ne? Ausweis. Einreisegenehmigung. Nee, du brauchst hier, ja, ja, ein Inländer benötigen einen Ausweis. Ja, ja, Diskrepanz. Sie brauchen einen Ausweis, bitte. Bitte. Ach so, ach, hier ist er schon. Okay, Irma Dubrowski. Ja, ja, aus Paradisna. 51 Kilo, 1,65. Die ist doch auch wieder nicht so groß. Elfter, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Was sind Sie denn hier für eine ganz korrupte Diskrepanz? Daten passen nicht zusammen. Ich verstehe Sie nicht. Ach, ach. Tja, das hast du davon. Was ist denn jetzt los? Ja, Rest ist jetzt los. Raus, komm schon. Zack, direkt der Nächste. Ja, dafür kann ich ja nichts. Wenn Sie sich nicht an die Spielregeln halten, dann... Ne? Papiere bitte. So, Baugewerbe. Okay, Sie sind hier wegen der Arbeit. Sie kommen aus Zubgenedo. Ja, ich bleibe ein ganzes Jahr. Okay, ist Arbeit tatsächlich auch? Ja, das ist das, was Sie gesagt haben. Okay, sind Sie Verbrecherin? Nein. Stimmt denn hier alles? 25.12., 25.12. Geboren, 66 Kilo, ja. Das sieht doch alles sehr, sehr gut aus. Ich überprüfe noch mal ganz kurz Ihre ganzen Sachen hier, damit Sie auch, ne, mich hier nicht verarschen, aber das sieht richtig aus. Ja, Übereinstimmung. Madame, Sie sehen auch ungefähr so aus. Dann wünsche ich Ihnen wirklich, das sind doch Kindlein. Oh, scheiße, ich habe nicht auf Ihren Namen geachtet. Wollen Sie ein bisschen Gift? Hallo? Ach so, oh, tut mir leid. Hier, bitte. Ja, machen Sie mir bitte keinen Ärger, okay? Oder nächster. Was? Ungültiger Name? Ey, komm. Habt ihr das gecheckt? Die habe ich doch auch schon mal gesehen. Ach, Presse. Ich bin an einer großen Story dran. Dazu kann ich nichts sagen. Ja, ihm fehlt, aber Presse heißt ja trotzdem nicht, dass sie hier machen können, was sie wollen. Nee, sorry, aber das muss ich ablehnen. Ihnen fehlt was. Warte mal. Ah, stimmt, ich brauche den Grund. Oh, da hätte ich Ärger bekommen. Oh, holy moly. Wartet. Einreisegenehmigung. Sie benötigen... warte. Arbeiter, das. Übereinstimmung.
Warte mal, hier war aber Ausländer benötigen einen Ausweisanhang. Ja, da ist die Diskrepanz. Sie haben nicht alle erforderlich. Ich bin Reporter. Los, stempeln Sie mir den. Nein! Sind Sie bescheuert? Sie kriegen hier eine Reise zu ins Verpiss-Dich-Land. Ja, Faschist. Ich bin kein Faschist. Was soll das denn? Aber Sie können hier nicht machen, was Sie... Moment mal. Ist ja... Nee, oder? Nee. Nee, nee, keine Übereinstimmung. Ich bleibe hier einen Monat. Okay, das werde ich jetzt überprüfen, ob Sie hier einen Monat bleiben oder ob Sie direkt wieder nach Hause gehen können. Besuch. Okay, Moment mal, Moment mal. Ich bleibe einen Monat, 14 Tage. Du kannst hier aber hier... Stimme ich überein. Entschuldigung, ich bleibe hier 2 Wochen. Oh, Glück gehabt. Da ist aber nochmal hier alles gerettet, ne? 80 Kilo, das ist auch richtig. Riedel Markov. Ja, das Zeichen dürfte auch stimmen. Choristerstadt, 36, 21.12. Ja, ist alles meiner Meinung nach richtig. Dementsprechend, Mr. Bärtiger Wuschelkopf. Er sieht ein bisschen aus wie... Kennt ihr Bigfoot? Das könnte wirklich Bigfoot sein. Ach man, wie wohl Bigfoot schmeckt? Hallo, guten Tag. Glänzten Len, ich bin hier auf der Durchreise, Dauer des Aufenthalts. Ulsten Len, bleibe nur 2 Tage. Was hast du gesagt? Transit? Ja, Transit ist richtig, 9.1., 25.12. Bist du Verbrecher? Nee, bist kein Verbrecher, ne? Obwohl ein rasierter Verbrecher? Nee. Kilogrammanzeige 91. Boah, Alter. Da hat aber jemand gut gegessen, Sir. Aber ich habe hier ein Problem. Es ist abgelaufen. Ach, Mann. Ach, jetzt muss ich hier wieder. Ja, muss ein Schreibfehler sein. Ja, das denke ich mir auch. Es sind alles immer nur Schreibfehler. Ich hatte viele Schreibfehler in meinem Deutschdiktat. Oh, Gott. Das war wirklich nie eine Stärke von mir. So Deutschdiktate. Oh, Gott. Gott sei Dank. Alter, der ist ja riesig. Papiere, bitte. Warte. Ist doch... Das ist der Typ. Das ist der Typ, den ich... Nein, ich mach das jetzt aber nicht. Ich lass dich durch. Du hast doch hier nichts verbrochen, oder? 3.1., 23.12.82, das stimmt. So hohe Stirn, 79 Kilo. Das ist alles vollkommen richtig. Also ich wüsste nicht, weshalb ich sie verhaften sollte. Oh Leute, ich habe ein bisschen Angst jetzt. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Der könnte mir richtig gefährlich werden. Also die Typen werden das nicht vergessen. Aber... Warum sollte ich das auch machen? Ich krieg sonst mega Ärger. So, warte mal. Fischerei. Okay. Ja, Arauf Askov. Ich bleibe hier einen Monat. Das stimmt. Arbeit. Fischerei. Moment mal. Siehst du aus wie einer von denen? Nee. Ach toll, jetzt muss ich das wieder hier so ein bisschen nach vorne holen. Okay. Er sieht auch so aus. Brille. Ja, Brille hat er. 76 Kilo Arbeit. Die Nummer stimmt auch. Der Name... Aaron stimmt auch, ja. Ich wüsste nicht, weshalb ich sie nicht reinlassen sollte. Dementsprechend, herzlich willkommen. Viel Spaß. Zack. Okay, so, komm. Jetzt, wo ist eigentlich die Frau? Shay. Kommt sie? Auszustellen ist Stadt. Ist das Shay? Nee, es ist Franco Ashley. Oi. Franco Ashley. Da muss aber jemand in den Scanner. Ja. Scanner. Zack, zack, zack. Schön ab in den Scanner. Mal gucken. Die hat doch bestimmt was dabei, ne? Du hast hier wieder auch wieder eine Salami an der Kniescheibe. Ui, sie sind aber... okay. Hä? Die hat einfach nur zugenommen. Okay. Alles gut. Das können sie wieder haben, weil sie ist ja keine Schmuggelware. Ist einfach nur... Hat einfach in letzter Zeit gut gegessen. Dementsprechend ist auch nichts abgelaufen, ne? Nee, nee. Okay, Ashley. Viel Spaß. Es lebe Arzt Totzka. Ja! Ah, nee, warte. Links ist immer das, was ich sage, oder? Ich glaube schon. Hallo, Papiere bitte. So, Mikaela Junovova. Ja, ja, 60. Und auch schon wieder. Was ist denn los? Gab's Kuchen? Da gab's doch irgendwo bei irgendeinem Discounter Ben & Jerry's Eis umsonst. Oder Häagen Dazs oder wie die ganzen Eissachen immer. Oh. Okay, ich mache ja den Scanner mal noch fertig. Das ist kein Problem. Okay. Oh Gott! Die hat eine Bombe am Rücken. Okay, ganz ruhig, Pidesel. Ganz ruhig. Bitte sprengen Sie sich nicht in die Luft. Es war ein Fehler. Das können Sie sehen. Arrest! Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Bring dir das schön schnell raus.
bring dich schön schnell raus vom Pidissel. Komm, raus, 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 raus. Bitte, genau, schön. Oh, ich hab den Tag geschafft. Oh, ich dachte, ich hatte jetzt echt so, dass das auf einmal so einer von diesen Willis ist, weil ich den einen nicht vergiftet hab. Kabine verbessern, schnelles Prüfen per Doppelklick. Kabine verbessern. Was bedeutet denn schnelles Prüfen per Doppelklick? Aber okay. Ja, ich schlaf dann einfach mal eine Runde. Ist doch alles in Ordnung. Aztotzka bereit, antegrischen Verräter aufzunehmen? Oi, 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 oi. So, meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Folge von Papers, Please. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Bock auf mehr habt, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Und wir werden dann in der nächsten Folge sehen, ob Peterson ein paar Konsequenzen erwartet von Etzig, weil ich habe den einen Typen nicht vergiftet, obwohl ich sollte. Aber ich bin krasser Rebell. Leute, habt alle noch einen traumhaften, für euch vielleicht nicht mehr ganz so schwitzigen Tag, für Peterson schon. In diesem Sinne, haut rein. Ciao, ciao.